in keinem Jahr unserer Geschichte berichten können, dass das, was an Pestizidverbrauch legal registriert ist in Brasilien, verteilt auf die Bevölkerung, 210 Millionen Menschen, dazu rechne ich nicht, was nicht legal ist, da kommt noch viel mehr rein, aber ich habe nur legale Zahlen, also die registriert sind, dann kommen wir auf 7,1 Liter pro Person. Das ist immer noch mehr als Wein. 5,2 war es 2013, Entschuldigung, als ich hier war. Und wir haben immer noch eine Zunahme. Was für Folge das haben kann im Wasser, für den Boden, für die Gesundheit der Menschen, die täglich eine Dusche von Roundup bekommen. Es gibt ja noch die, die glauben, dass man Mineralwasser irgendwoher kaufen kann, wo noch kein Roundup drin ist. Das glauben meistens die Menschen, die in den Städten wohnen. Aber jeder nimmt ja Wasser zur Dusche. Und vielleicht ist das sogar noch schlimmer. Denn es gab ja viele Wissenschaftler, die sagten, Glyphosat könnte man sogar trinken. Könnte, aber sollte nicht. Im Roundup gibt es einen Surfaktanteffekt. Das heißt Talovamin. Ich glaube, in Europa heißt es Polyxithylenalkylamin. Das dafür zuständig ist, dass die Spannung der Oberfläche eines Gewebes reduziert wird, damit das Stoff in die Pflanze eindringen kann. So kann man sich vorstellen, was das mit der Haut bewirken kann, was das auf der Hand bewirken kann. Die Studien aus Argentinien von Andrés Carrasco, die Studien aus Brasilien von Wanderlei Pignatti, der Universität von Cuiabá aus Mato Grosso. In Mato Grosso haben wir den größten Pestizideinsatz. Das ist der größte Sojaproduzent Brasiliens als Bundesland. Und in der Stadt Lucas do Rio Verde, wenn wir diese Zahl nehmen, die ich auf das ganze Land verteilt habe, 7,1 Liter, so haben wir in Lucas do Rio Verde 125 Liter pro Person. Ich könnte auch die Zahlen von Raquel Rigotto hier bringen. Also es ist eindeutig eine Zunahme des Pestizidverbrauchs in Brasilien zu sehen. 48% davon hat mit der Soja zu tun. Ich frage mich dann immer, wie kommt diese Soja hier in Europa an? Ich habe es dem Ministerdirigent im Landwirtschaftsministerium in Bayern vorgestern gefragt, Konrad Schmidt, ob er weiß, wie viele Rückstände im Soja drin ist. Wir wissen es in Brasilien, wenn wir 7 Liter pro Hektar spritzen, dann haben wir die große Wahrscheinlichkeit, dass in der Soja selbst Rückstände von Roundup zu finden sind. Noch schlimmer vielleicht, vor der Ernte wird ja nochmal Roundup draufgesprüht, damit man besser ernten kann. Es wird abgetrocknet durch Roundup. Ist auch bei anderen Pflanzen üblich. Weizen, sogar Sonnenblumen. Nach unseren Untersuchungen haben wir aus Brasilien 14 bis 33 Milligramm pro Kilo Rückstände von Roundup. Nach der guten fachlichen Praxis ist nur 1 Liter Roundup pro Hektar erlaubt. Vor der Aussaat. Jetzt haben wir eine Soja seit 14 Jahren, die es ermöglicht, dass die Soja eine Dusche von Roundup ertragen kann. Also 7 Duschen, 7 Mal, 7 Liter.
Erlaubt waren in Brasilien 0,2 Milligramm pro Kilo Rückstand. Jetzt haben wir 14 bis 33. In Argentinien gibt es schon 100 Milligramm pro Kilo. Und das gemessen im Jahr 2013. Wir sind schon 4 Jahre voran. Und die Argentinier sprühen auch immer noch mehr Glyphosat. Nicht nur Glyphosat, sondern auch Tallowamin. Denn es gibt ja keinen Bauer, der Glyphosat als Wirkstoff benutzt. Es gibt da nur Roundup oder anderen Marken, die den Wirkstoff Glyphosat benutzen. Und keine Marke auf dem Markt ohne diesen Sulfaktanteffekt, sonst wird es ja gar nicht funktionieren. Ich gehe auch schon mal davon aus, es gibt keinen Bauer, der Lizenzgebühren zahlt, damit er gentechnisch verändertes Soja oder gentechnisch veränderten Mais anbaut und dann nicht Roundup drauf spürt. Das wäre ja unlogisch, für die Technik zu zahlen und dann den einzigen Vorteil, angeblichen Vorteil, den man da hat, alles herumzutöten, außer die Nutzpflanze, wenn das nicht genutzt wird. 2004 hatten wir die Änderung der Rückstände. Also wir haben die Rückstände auf 50 Mal hochgeschraubt, damit es weiter legal bleibt. 50 Mal höher. Nachdem in der Presse gesagt wurde, man würde ja weniger Pestizid spritzen. Das könnte ja gar nicht stimmen, ne? Denn die Vertreter der Pestizidindustrie sagen, sie haben jetzt die Chance, ohne Pestiziden zurechtzukommen. Viele Bauern glaubten das. Vielen glauben es auch immer noch. Monsanto hätte es zugunsten der Bauern entwickelt. Und sie würden auch nicht dafür zahlen müssen. In diesen Zeiten brauchten sie nicht zahlen, weil es aus Argentinien eingeschmuggelt wurde. Später wurde es bei der Ernte kontrolliert. Es wurden Teile der Ernte abgezogen, wenn sie gentechnisch veränderte Soja hatten. Und weil ja schon alles kontaminiert war, dann mussten sogar die Bauern, die gentechnisch freie Soja angebaut hatten, dafür zahlen, noch die Testen zahlen. Und dann sind die Lizenzgebühren schon bei Verkauf der Soja abgezogen worden. In Europa sind derzeit 20 Milligramm pro Kilo erlaubt. 0,2 Milligramm war die fachliche Praxis. Das ist 100 Mal mehr als das, was erlaubt war, basiert auf wissenschaftlicher Basis 2004. Wir wissen nicht, wie viel Rückstände hier in der Soja ist. Ich habe dies auch 2004 der Frau Künast gefragt. Ich habe nie eine Antwort bekommen. Ich weiß nicht, ob diese Zahlen geheim gehalten werden oder, viel schlimmer noch, da überhaupt nicht kontrolliert wird. Wenn man hier schon vieles kontrolliert, wird das aber nicht kontrolliert. Es würde uns auch vielleicht viel helfen, wenn so ein Schiff mal zurückgeschickt wird, weil hier mehr Rückstände drin sind als die Rückstandsgrenze, obwohl ich diese Rückstandsgrenze ja schon voll absurd halte. Aber es sind ja schon 33 Milligramm. Aus Argentinien sind es ja schon 100 Milligramm. Also 5-mal mehr als das, was schon 100-mal mehr erhöht wurde. Das ist die Situation in Brasilien und es gibt immer noch die entscheidende Frage. Es ist klar, dass es gesundheitsschädlich ist. Also nach den Berichten vom Internationalen Krebsforschungsinstitut gibt es immer noch Wissenschaftler, die glauben, dass die Studien von Monsanto besser seien. Also die Studien der Firmen sollen wissenschaftlich sein. Also es ist nachgewiesen, dass Glyphosat gesundheitsschädlich ist, dass er Krebs verursacht. Das beste Beispiel habe ich aus meiner eigenen Region, das ist die Region, die am meisten Krebs, Leukämie und fehlerhaften geborenen Kindern hat. Das ist die zweite Region Brasiliens, wo am meisten Glyphosat eingesetzt wird. Und die Krankenhäuser registrieren das schon. Also es ist schon klar, dass es gesundheitsgefährdend ist. Wir wissen auch, dass es umweltschädlich ist.
Wir wissen, wie der Boden zerstört wird durch den Einsatz von Glyphosat. Es schadet sogar den Knöllchen Bakterien, die zuständig sind für die Fixierung von Stickstoff aus der Luft. Und deshalb müssen Bauern in Brasilien jetzt mit der mineralischen Düngung beginnen. Zusätzliche Kosten, aber nicht nur das. Glyphosat verbindet sich ja mit Nitraten, dieser chemischen Stickstoffdüngung, und bilden einen Stoff, den wir in Brasilien als Nitroso-Glyphosato bezeichnen. Auf Deutsch hatte ich es gestern, Tirol, habe ich schon wieder vergessen. Nitroso-Glyphosato ist bekannt als krebserregend, besonders für Nieren und Leberkrebs. Also es wird nur noch schlimmer. Und dann kann man auch noch darauf hinweisen, dass die Pharmaindustrie in Brasilien sehr zugenommen hat. In jeder Ecke hatten wir eine neue Apotheke, auch in dieser Wirtschaftskrisezeit. Dann muss man auch darauf hinweisen, die Industrie von Medikamenten hat da sicherlich auch was verdient, dass Tiere krank werden und dass Menschen mit Medikamenten länger leben und am Medikamentenverbrauch, vom Medikamentverbrauch abhängig werden. Wie können wir da was tun? Das größte Argument, das immer noch so entscheidend ist, auch wenn es gesundheitsgefährdend ist, auch wenn es umweltschädlich ist, auch wenn es sozial absurd ist, es sei ja immer noch produktiv. Die These ist, wir würden durch diese Art von Technik mehr produzieren können und vielleicht Kosten einsparen können. Das ist den letzten Mythos, der übrig geblieben ist, denn der Bertrand Verhaag hat ja schon einen Film über das Ende der Gentechnik. Dieses letzte Argument haben wir uns mal genau angeschaut, nach den offiziellen Zahlen Brasiliens. Kann man von einer Ertragserhöhung sprechen? Wir haben jetzt fast 15 Jahre Erfahrung, also ist jetzt schon die erste, die politische Dimension, die wirtschaftliche Dimension des Sojaanbaus ging. Und dann haben wir folgende Zahlen zu präsentieren. Die Produktivität, also der Hektarertrag in den 15 Jahren vor der Zulassung der gentechnisch veränderten Pflanze, war höher als den wir jetzt nach der Zulassung 2003 haben. Also wir hatten einen jährlichen Zuwachs von 2,8% und nach der Zulassung der gentechnisch veränderten Soja haben wir einen jährlichen Zuwachs von 1,1%. Und das muss man dann auch erklären. Das ist nicht ein Ertrag, den man pro Hektar jetzt mehr hat, sondern das ist eher darauf basiert, dass wir eine Erweiterung der Fläche haben, besonders im Norden. Also es geht in Richtung Amazonas. Da haben wir Sorten angepasst, die dort gedeihen, aber in wenigen Jahren taucht der Boden dann nicht mehr für Soja. Also maximal 5 Jahre, dann kommt die Viehzucht, dann kommt die Zuckerrohrproduktion und dann taucht der Boden für nichts mehr. Und dann gehen die weiter in Richtung Norden. Da gibt es ja immer noch Wald und da gibt es immer noch Grundbesitz, das angeblich niemandem gehört. Im Bundesland Mato Grosso zum Beispiel ist es sehr wichtig zu sehen, dass den jährlichen Durchschnitt von 1,1 sich dort gar nicht so zeigt. Und das ist der führende Bundesland Brasiliens bei der Sojaproduktion. Da haben wir einen jährlichen Zuwachs von nur 0,7%. Das ist die erste erstaunliche Situation, denn man hat ja was anderes erwartet. Das zweite, was ganz schlimm ist, ist, dass die Betriebskosten gestiegen sind und nicht verringert wurden. Das Saatgut ist bei Soja um 96,5% teurer geworden in dieser Periode. Es ist aber auch illegal, denn das, was man an Sorten zahlt, ist ungefähr 3 Reais pro Kilo, etwa 1 Euro.
Und dann nochmal 3 Reais Lizenzgebühr. Nochmal 1 Euro pro Kilo. Und das ist illegal. Denn Monsanto hat einen Vertrag mit dem brasilianischen Forschungsinstitut Embrapa abgeschlossen, sodass die ertragreichsten Sorten an Monsanto gehen und alle Rechten der Sortenzüchtung, nur weil diese Sorten herbizidresistent gemacht wurden. Und dann muss der Bauer doppelt zahlen. Das heißt, wir hatten hier im Vergleich in 10 Jahren von 3,7% der Betriebskosten, jetzt haben wir 13,6% der Betriebskosten nur für Saatgut. Beim Mais liegt es bei 88,4% der Zunahme der Kosten des Saatgutes. Im Jahr 2003 hatten wir 7% der Betriebskosten für Saatgut, im Jahr 2015 13%. Safrinha konnte ich nicht übersetzen, das ist die Möglichkeit, die wir in Brasilien haben, 2x Mais in einem Jahr anbauen zu können. So bei Safrinha ist es noch schlimmer, da ist das Saatgut bei 22% der gesamten Betriebskosten. Wir haben hier jetzt eine Steigerung bei Pestiziden. Ich habe leider nicht alle Zahlen. Ich habe diese Zahlen auch nur, weil ich Mitglied der Biosicherheitskommission war. Und da konnte ich sehen, in 4 Jahren gab es nur bei Herbizide, also bei Unkrautvernichtungsmitteln, eine Steigerung von 12% am Preis. Bei Fungiziden, also Pilzvernichtungsmitteln, denn wir haben zunehmend mit Fusarien zu tun, auch aufgrund des Pestizideinsatzes und auch aufgrund dessen, dass diese Soja anfälliger ist für Krankheiten, haben wir 23% mehr Preis an diesen Produkten auf den Markt gekommen. Das war in den USA. Wenn wir das bis 2014 beziehen, ich habe dann immer bis 2014, weil in Brasilien kommen die neuen Zahlen der Landwirtschaft erst am Ende dieses Jahres und ich habe die letzten erst 2014. So wird alles bis 2014 hier gerechnet. So 1996 hatten wir einen Weltmarkt weltweit von 22 Milliarden US-Dollar. 2014 haben wir 70 Milliarden US-Dollar für Pestiziden ausgegeben. Also hier sieht man die Macht der Konzerne und wie sie auch in der Lage sein können, ganze Regierungen zu steuern. Vielleicht Regierungen abzusetzen, wie es bei uns passiert ist. Und Parlamentarier ins Parlament zu bringen. 222 der 513 Abgeordneten in Brasilien hängen direkt zusammen mit diesen Konzernen und ihren Interessen. Es sind 222 von 513. Können Sie rechnen. Getreideproduktion in Brasilien weltweit, da gibt es eine Steigerung, ja, aber lediglich 27%. Das heißt, wir sind von 2 Milliarden Tonnen, 96, auf 2,6 Milliarden Tonnen gekommen. Man kann da hier sehen, es gibt ein sehr geringes Verhältnis zwischen Pestizideinsatz und Produktionssteigerung. Das Bild hier haben wir 3 gehabt. Damals hatten wir 3 Milliarden US-Dollar für Pestizide ausgegeben, jetzt im Jahr 2016, im letzten Jahr. Und diese Zahlen kommen vom brasilianischen Industrieverband von Pestiziden, die diese Zahlen herausgeben. Wir haben im Jahr 2016 9,5 Milliarden US-Dollar für Pestiziden ausgegeben. Das ist die Macht in Brasilien. Vielleicht könnten wir wieder zurückkommen zu der Zahl. Was wir heute an Pestiziden ausgeben, ist so ungefähr die Hälfte von dem, was 1996 weltweit ausgegeben wurde. So ist heute ein sehr großer Markt für Pestiziden in Brasilien. Vielleicht auch in Argentinien, vielleicht auch in den USA mit Subventionierungen. Aber das ist nicht so in der ganzen Welt. Soja ist für 47% des Pestizideinsatzes Brasiliens zuständig. Offizielle Zahl 2014.
58% des Pestizideinsatzes in Brasilien hat mit Herbiziden zu tun. Denn Mais, Baumwolle und Soja wurden herbizidresistent gemacht, mit der Hoffnung, weniger Pestizide einzusetzen. Das ist ja schon mal logisch, ne? Dass Firmen auch verdienen. Unlogisch ist, dass die Menschen was anderes erwartet hatten. Unlogisch ist es, dass Wissenschaftler daran glaubten. Noch unlogischer ist es, dass es Geschäftsführer und Vertreter von Genossenschaften, sogar der Kleinbauern, es geglaubt haben. Also da gibt es sehr vieles, was unlogisch ist. Und ich muss da noch hinzufügen, in den Medien ist es immer noch umgedreht, das Bild. Es wird immer noch davon berichtet, dass man eine Ertragserhöhung haben könnte. Naja, könnte. Wann denn? Es wird immer noch davon gesprochen, man würde ja wenige Pestiziden brauchen. Vielleicht das schöne Beispiel mit dem BT-Mais. Denn im BT-Mais wird das Gift ja selbst produziert. Aber dann ist es vielleicht die Begabung der Sprachwissenschaftler zu erklären, dass ein Toxin nicht toxisch sei. Ich habe solche Versuche gesehen. Wir wissen, dass das Toxin von BT nicht nur schädlich ist für Raub. Angelika aus der Schweiz. Ja? Angelika, wie heißt sie nochmal? Ja, die hat ja zum ersten Mal festgestellt, dass es nicht nur Raupen beschädigt, sondern auch Käfer, wie zum Beispiel den Marienkäfer. Das war ja die Aufregung, weswegen Luxemburg dann den Genmais verboten hat. Und das war ja auch die wissenschaftliche Grundlage, weswegen Ilse Aigner den Mais verboten hat. Obwohl wir wissen, dass es ja nicht wegen dieser wissenschaftlichen Grundlage war. Weil diese wissenschaftliche Grundlage gab es schon viel vorher. Also Angelika Hilbeck hat es ja schon viel früher veröffentlicht. Es wurde aber von anderen Wissenschaftlern gar nicht geglaubt oder nicht gewollt, dass man es glaubt. Und was kommt danach? Wir wissen ja jetzt auch schon mal so ungefähr, was einer Kuh passieren kann, wenn sie Genmais frisst. Traurig ist es, dass die Wissenschaftler, die sich mit dem Bereich beschäftigen, immer nur noch daran forschen und sagen zu wissen, wie es den Raupen dann geht. Also ich frage immer wieder, wissen Sie, was einem Schwein passieren kann oder einem Menschen oder einem Hähnchen? Dann kommt immer so schön die Antwort, nein, ist nicht mein Gebiet. Als ob wir jetzt Mais anbauen würden für die Raupen. Ne? Das sieht so aus. Da haben wir ganz viel Wissen. Dann müssen wir auch abwarten, bis wir mehr Wissen haben über das, was die Wissenschaftler sagen, die es nicht wissen. Aber nein, wir sollen es zulassen, weil wir ja schon wissen, was mit den Raupen passiert. Und jetzt noch die traurigste Nachricht vielleicht. Die Raupen wurden resistent. Nicht nur eine Sorte, sondern viele Sorten. Diesen Mais hat keine Wirkung mehr bei Raupen. Das war zunächst der Maisbohrer, dann der Maiszünsler, also Helicoverpa armigera und Helicoverpa sea, für die, die sich spezialisieren auf Raupen. Und jetzt, wie kommt man damit zurecht, diese Raupen zu töten? Benzoat von Emamectin heißt der Stoff. Oder Emamectin-Benzoat. Sehr schädlich für das Nervensystem. Zahlen, Angaben, Studien der brasilianischen Gesundheitsbehörde Anvisa. Die ihnen strengstens verboten hat 2010, ausnahmsweise zugelassen hat 2013 und jetzt vielleicht für immer zugelassen hat. Damit die Bauern ein neues Produkt haben, nämlich eine Raupe zu töten durch ein chemisches Produkt, nachdem sie Lizenzgebühren zahlen für ein Mais, das selbst ein Gift produziert, aber nicht mehr will.
Was lernt man daraus in der Wissenschaft? Die Aussagen der Wissenschaftler klingen ja toll. Es komme eine nächste Generation. Also, wir haben jetzt Lösungen, die dadurch erreicht werden, um das zu reduzieren, was diese Technik eigentlich angestellt hat. Anstatt die Ursache zu erkennen, warum überhaupt eine Raupe zum Schädling wird, wird versucht, sie auszurotten. Und was macht die Natur? Etwas schlauer reagiert sie. Was machen wir? Wir suchen neue Formen, Raupen zu töten. Hier ist das skandalöse Bild Brasiliens. Wir haben jährlich seit 2003 bis 2014 jährlich 11,6% mehr Pestizid eingesetzt. Jährlich. Die Getreideproduktion ist zwar gestiegen, aber 4,6% jährlich. Und das mit der Erweiterung der Fläche. Da ist das Verhältnis Pestizideinsatz und Getreideproduktion. 199% mehr Pestizidverkauf und nur 57% Getreideproduktion. Wenn wir das Bild weltweit nehmen, dann haben wir was Ähnliches. Da war es in der Welt sozusagen 200% und wir sind bei 199% mehr Pestizideinsatz. Zusammengefasst nochmal, dreimal mehr Pestizid eingesetzt. Ich habe dann nochmal gesehen, dass das Bevölkerungswachstum gar nicht so gestiegen ist. Das heißt, wenn wir mehr Pestizid einsetzen und das auf die Bevölkerung verteilen, dann haben wir immer mehr Liter pro Person. Das wissen wir ja auch nach offiziellen Angaben. Zehnmal höher ist es im Vergleich zum Bevölkerungswachstum, was wir an Pestizid einsetzen. Pro Person haben wir einen jährlichen Pestizideinsatz, der 7% steigt. Die Ertragssteigerung macht jährlich lediglich 3,5% aus. Wir sind im Jahr 2003 bis zum Jahr 2014 mit einer Steigerung von 1306% der Fläche von gentechnisch veränderten Pflanzen zu bezeichnen. Das ist Rekord. Das ging nie so schnell, auf keinem Teil der Welt. Und wir haben einen Pestizidmarkt im Jahr 2014 von 12,2 Milliarden US-Dollar. Also es gibt ein sehr geringes Verhältnis zwischen Pestizideinsatz und Produktivität. Aber man muss auch sagen, da gibt es eine Lücke, weil das ist ja nicht konstant. Es gibt da Schwankungen. Und eine besondere Schwankung interessiert mich. Im Jahr 2000 bis zum Jahr 2002 hatten wir tatsächlich eine Reduzierung beim Herbizideinsatz. In den ersten Jahren, als wir mit der Gentechnik begonnen hatten, gab es diese Euphorie. Es gab auch eine Ertragssteigerung. Wenn wir ein Kilo Soja mit dem vergleichen mit einem Kilo Herbizid, das wir eingesetzt haben, so hatten wir 18% mehr Soja geerntet pro Kilo Herbizid. Das Bild ändert sich aber. 2003 bis 2012 hatten wir 48% weniger Soja pro Kilo. Dann haben wir 310,7% mehr Pestizideinsatz und 124% mehr Produktion aufgrund der Erweiterung der Fläche. Eine Ertragssteigerung von nur 9,5%. Und das Letzte ist vielleicht das Schlimmste. Die Bauern werden nicht mehr gebraucht, weil es eine Zunahme der Zeit der Nichtarbeit gibt. Das scheint zunächst ein Vorteil zu sein, denn man braucht weniger arbeiten. Aber das heißt, der Bauer wird nicht mehr gebraucht. Es heißt auch,
dass das, was gedacht war, war eine Landwirtschaft ohne Menschen. Dass vielleicht nur noch Traktoristen gebraucht werden. Das heißt auch, dass wir mit einer Landkonzentration zu tun haben, dass wir mit einem Aussterben von Bauern zu tun haben, dass wir dann mit mehr Armut zu tun haben und auch noch mit mehr Hunger. Brasilien war außer Karte des Hungers, also Weltkarte vom Hunger, vor kurzem ist wieder eingestiegen. Und mit so vielen Ressourcen. Dann ist meine Frage immer wieder, und das war auch, was wir gestern hatten, was können wir tun? Ich habe ja schon gesagt, ein Schiff mal nach Brasilien zurückzuschicken, wird uns helfen. Hier zu wissen, wie viel Glyphosat ankommt, wird vielleicht etwas bewegen.